kugelt mal in Ruhe weiter. Da kann ich auch ein bisschen Stamina sammeln. So. Nummer 1. Und... Bunk. Willkommen zurück an diesem wunderschönen Abend in Nevis Gain, Arizona, bei Seven Days to Die. Und es hat gerade, als ich mich einloggte, beziehungsweise das Spiel hier startete, ein sehr merkwürdiges Geräusch gegeben. Und ich will ja nicht weiter sagen, aber mein Fahrrad war weg. Und es ist... Ja. Es steht jetzt hier. La! Nicht die Treppe runterfahren. Interessant. Also irgendwie scheint hier ein Fleckchen zu sein, was dafür sorgt, dass das Fahrrad da ungerne steht. Ich müsste mal buddeln. Wer weiß, was ich da finden kann. Ich gucke jetzt aber erstmal. Ich habe ja in der letzten Folge so einiges gesammelt. Und ich denke, da waren ein paar interessante Dinge bei. Also auf jeden Fall habe ich hier Meat Stew. Ich glaube, das konnte ich jetzt schon kochen. Ich habe schon wieder vergessen. Meat Stew. Moment. Nee, Quatsch. Hier muss ich so gucken. Meat Stew. Meat Stew kann ich kochen. Und Steak Potato Meal. Ja, dann war es wohl selbst gekocht und nicht gefunden. Machetenteile habe ich gefunden und ich glaube, ich habe auch noch ganz andere interessante Sachen gefunden. Ich muss mal in meinen Kofferraum, in meinen Gepäckträger gucken, wollte ich sagen. Erstmal werden die Schätze nach oben gebracht. Oh. Moment. Jetzt schon wieder ein Zombie angeklopft. Vielleicht sollte ich mal diesen Bereich etwas verstärken. Jetzt verschwende ich natürlich schon wieder mein mühsam gesammeltes Holz, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Investition, mein Wohnhaus hier ein bisschen stabiler zu machen. Und ja, passt. Nee. So. Okay, Baumaterial. Das ist Baumaterial. Kohle können wir gleich hier mit reinpacken. Das ist was zum Kochen. Diese Teile, die würde ich gerne woanders sammeln. Ich glaube, das habe ich oben in der Kiste gemacht. Oh, ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell für dieses Spiel. Ja. Ne, da stackt das so leise vor sich hin. Aber die Machetenteile, die könnten mich demnächst mal interessieren. Denn eine Machete hätte ich schon ganz gerne. Ich befürchte, dass ich noch keine bauen kann. Recipes. Nö. Ich darf nicht. Ich musste erst noch ein Buch für lesen. Oder ich muss wahrscheinlich irgendwas mit Messern sehr hoch perken. Wo haben wir denn Messerkampf? Hier nicht. Deep Cuts. Das könnte es sein. Mal gucken. Da muss ich hier Fenster. Was ist ein Fenster? Komm. Das zeigt er mir gar nicht erst an. Oder doch? Ja. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Hidden Strike ist es definitiv nicht. Da müsste ich demnächst mal einen Punkt reinstecken. Hier ist es auch nicht. Also ich könnte mir eigentlich nur Deep Cuts vorstellen. Oder dass ich das hier hoch perken kann. Nein, ist es nicht. Es ist es nicht. Quality Good Knives deal 30% more damage. Ab wann darf ich denn auch Macheten bauen?
You are a samurai and can make sushi out of foes. Hm. Will ich eigentlich Zombie-Sushi? Ich glaube nicht. Aber so ein bisschen Schnetzeln wäre schon ganz gut. Also irgendwo ist hier versteckt, dass ich jedenfalls dann auch das Number of Bows Knives. Ne, ich weiß gar nicht genau, wo das versteckt ist. Es kann auch sein, dass ich unbedingt tatsächlich das Buch dafür brauche. Es ist mittlerweile ja nicht mehr ganz so klar, was man alles bauen kann und was man dafür tun muss. Obwohl, Moment. Ganz so klar wollte ich sagen, es gibt ja noch eine Option, das rauszufinden. Ich gucke nochmal nach der Machete. Da gibt es einmal hier Macheten-Schematic. Wenn ich hier draufklicke. Ne? So, es scheint tatsächlich so zu sein, dass ich unbedingt die Schematic dafür finden und lesen muss. Sonst würde da nämlich auch noch was anderes stehen. Dass ich was Bestimmtes perken kann. Eigentlich gibt es für alles die Information direkt im Menü. Man muss nur dann auch mal auf die Schlösser oder hier oben auf die Bücher. Unlocks hier. Vor allem Unlocks ist interessant. Da wird es dann aufgelistet, was möglich ist. Machine Gun zum Beispiel. Da gibt es jetzt hier bei Unlocks zwei Optionen. Einmal den Machine Gunner. Das ist das Perk, was ich dementsprechend hoch perken muss. Oder eben die Schematic. Aber bei der Machete ist es tatsächlich ausschließlich die Schematic. Na gut. Wissen wir, worauf wir achten müssen. So, das ist ein Mod für Waffen. Und zwar für Schlagwaffen. Hier habe ich sowas Ähnliches auch schon in meinem ganz miesen Knüppel. Das hebe ich mir aber lieber erstmal noch auf, falls ich mal einen besseren Knüppel bekomme. So, dieses Hunting Knife, das würde ich natürlich sehr gerne durch eine Machete ersetzen. Aber ich bin mal gespannt, was früher passiert, ob ich die Schematic finde oder ob ich eine Machete selbst finde. Wahrscheinlich Letzteres wird zuerst passieren. Könnte ich mir vorstellen, aber man weiß ja nie. Okay, Wasser weg. Wasser ins Wasserwerk, bitte. 10 Megacrush haben wir schon. Wow. Ich packe hier mal einen auf Reserve. Ja, ich hätte auch demnächst mal wieder Hunger. Hier haben wir noch Steroide und Hundefutter. Ich glaube, das sammle ich schon nebenan in der Kiste, in der Supply-Kiste. Da habe ich einen Hundefutter-Stack. Das ist eigentlich so Special Interest, muss ich mal so sagen. Denn Hundefutter würde ich jetzt so ungern wegfuttern, aber es gibt ein sehr interessantes Rezept. Da kann man Learning-Elixier rausbrauen. Und wenn man das bei der Horde schluckt, dann bekommt man mehr XP für jeden gekillten Zombie. Hört sich gut an. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis ich das kann. Das sollte ich auf der Tasche behalten, denn wir müssen ja auch noch weiter bauen. Munition, Schaufel werde ich auch noch brauchen. Die Spritzen mit den Steroiden. Na, die kommen erstmal hier rein. Ich habe ja auch noch Mega Crush. Kann ich den nächsten Stapel machen. Und Munition. Munition sammle ich wahrscheinlich auch hier. Genau. So. Dann lege ich nicht alles an Munition. Ich nehme mal... Ach, habe ich ja sogar schon. 150 habe ich hier parat, denn... Ich habe hier eine richtig gute Hunting Rifle. Da habe ich leider nur ein Zweifach-Scope drauf. Ich kann also nicht zoomen. Aber das ist besser als gar keinen Scope. Und für die kommende Horde, in 2 Tagen ist es soweit, Leute. Oh Mann. Da werde ich auf jeden Fall was zum Schießen brauchen. Vor allem gezielt schießen, ganz wichtig. So, dann laufen wir schnell mal runter.
Und ansonsten habe ich ja hier nur meine, ja doch relativ, ups. Vielleicht kann ich das auch mal weghauen. Aber wenn es mich aufhält, hält es auch Zombies auf. Insofern gar nicht mal so schlecht. So, mal gucken, was wir noch hier drin haben. Impact Bracing. Ich glaube, das Mod haben wir tatsächlich schon in unserer Rüstung drin. Das kann weg, das kann weg, das kann alles schön mit. Wunderbar. Und dann packe ich auch gleich das Fahrrad mal in meine Tasche. Nicht, dass hier noch wieder was passiert, was nicht passieren sollte. Jo, das sieht gut aus, das kann so bleiben. Das ist Emergency. Das sind meine Notrationen. Und ein bisschen Baumaterial halt. Tür zu. Die habe ich auch noch nicht weitergemacht. Ich komme zu nichts. Es wird Zeit, dass die Horde endlich abgehakt wird. Aber ein bisschen dauert es noch und ich habe noch eine ganze Menge zu tun. Es wird Zeit, dass ich die Nächte benutze. 28 Tage später. Ui, also ein Block mehr. Warum muss ich schon wieder an Zombies denken? Okay, hier haben wir was zum Einsäen. Einpflanzen vielmehr. So, oh, wir hatten hier oben die Tür aufgelassen. Ja, da brauche ich erst Pflanztöpfe und hier ist noch nicht allzu viel gewachsen. Kann ich auch noch herstellen. Aber die ersten Dinge zuerst. Ah ja, sehr gut. Barbed Wire Fence. Ich glaube, da werde ich noch mehr von brauchen. So viel wie möglich. Und Spikes natürlich. Ich habe einigermaßen Eisen und Wood. Da werde ich gleich noch mal ein paar von diesen Fences ansetzen. Ich sag noch mal 40. Okay. Läuft. Und Wood Spikes. Wie viel können wir machen? 60. Geht das? Oder habe ich dann gar kein Holz mehr? Doch, das geht. Dann kann ich auch 100 machen. Okay. Morgen früh gleich Holz fällen. Wie üblich. Aber was sein muss, muss sein. Wir wollen es den Zombies nicht zu leicht machen. Immerhin haben wir so einen äußeren Perimeter jetzt schon stehen in Form eines halbwegs stabilen Zaunes. Innen drin im Haus haben wir auch schon einiges weggehauen. Da müssen noch ein paar Blöcke hin, ein paar Spikes hin. Nicht, dass die Zombies sich dann langweilen während der Horde. Das wollen wir natürlich nicht. Und wir werden hier auch noch Eisen brauchen. Hier habe ich wenig Eisen drin. Ziemlich wenig. Okay. Das bedeutet, Kohle nachlegen und, ja, Eisen nachlegen. Turn. Und in der Zwischenzeit würde ich vielleicht schon mal Forged Iron. Wie viel kann ich? 100 sind 1200, ja. Dann soll er mal gleich 100 ruhig in der Zeit produzieren. Wir produzieren hier auch schon Eisen nach. Insofern klappt das. Gut, da war ja schon fleißig heute. Oh, ich habe hier schon 10 Steroide, die ich verkaufen könnte. Also auch der Händler muss mal langsam wieder besucht werden. Ob es jetzt unbedingt der Händler im Schneebiom sein muss? Naja, da bin ich mir noch nicht so sicher. Immerhin habe ich warme Klamotten. Ein Puffercoat und vor allem den schönen Santa Hat. Den würde ich dann natürlich anziehen. Das war noch ein Weihnachtsgeschenk von den Fun Pimps. Leider gibt es den nicht mehr, seit dem letzten Update halt. Aber die, die man gefunden hat, die verschwinden nicht. Und ich habe hier Cold Resistance 24. Das nehmen wir gerne mit. Dann sollten wir nicht so schnell frieren. Okay, wie sieht's mit Essen aus? Da haben wir hier noch was. Aber Steak und Potato wäre noch eine Option. Wir haben hier immerhin noch ein bisschen tierisches Fett. Ah, 12 Kartoffeln, das ist nicht viel.
Fleisch brauchen wir. Davon haben wir meistens immer viel. Gucken wir mal, was wir noch brauchen. Wo waren... Ah, Pilze, genau. Pilze brauchen wir. Und wir haben keine. Wir haben keine Pilze. Das ist erschreckend. Wir haben keine Pilze. Kaffee brauche ich. Habe ich auch nicht allzu viel. Demnächst sollte auch mal wieder Kaffee gesammelt werden. Aber jetzt muss ich wirklich mal überlegen, habe ich denn nirgendwo Pilze mal angebaut? Das Schöne ist, Pilze wachsen überall. Idealerweise in Badezimmern. Nee. Das wäre so typisch für mich, dass ich Pilze einfach in Badezimmern pflanze. Also, da wachsen sie gut. Hier vielleicht. Auch keine Pilze. Okay, wir haben keine Pilze. Sehr schade, denn Steak und Potato, da müssen ein paar Pilze bei. Etwas merkwürdiges Gericht, also das ist ja im Grunde genommen Steak mit Pommes. Wozu man dann auch noch Pilze braucht, aber wahrscheinlich wollten die Funpimps es nicht ganz so einfach machen. Oh, hier kann ich tatsächlich sogar schon wieder reingucken und ich kriege Hühnersuppe. Hühnersuppe haben oder nicht haben. Hunger habe ich auf jeden Fall. Ich wollte aber trotzdem einmal erstmal das Meat Stew essen. Das ist dann 50 Food und macht auch noch gesund. Juice. Gesundheit brauche ich momentan gar nicht so. Es sei denn, wir kriegen gleich noch eine Nachthorde. So, und mein Magen füllt sich hier so langsam, wie man es sieht. Und ich glaube, ein bisschen Flüssigkeit bekomme ich auch noch. Ja, 20 Flüssigkeit. Und 20 maximal Stamina-Bonus. Das heißt, ich kann jetzt besser rennen. Ist sowieso 3.53 Uhr. Also die Nacht ist gleich vorbei. Ich habe viel zu tun. Wir laufen mal und sehen erstmal zu. Ich brauche wieder Holz. Und da ist zusätzliche Stamina immer gerne gesehen. Hier steht ja schon einiges an Bäumen. Die sehen auch so aus, als ob ich sie schon gepflanzt hätte. Das bedeutet, hier gibt es viel Holz. Ja. Auf jeden Fall bekommen wir schon... Oh, na gut, könnte besser sein, das Holz, was wir hier rausbekommen. Out of Stamina. 12 Sekunden habe ich noch. 10 Sekunden. 9. Aber so viel bringt das sowieso nicht. So, immerhin. Wachset meine Bäumchen, wachset. Theoretisch können wir auch noch Eisen kloppen. Oh, da bin ich schon ziemlich tief drin gewesen. Ja, Eisen brauche ich auf jeden Fall. Und Minen sind immer noch die beste Quelle. Gerade auch am Anfang, auch wenn es ziemlich mühsam ist. Aber mehr Eisen bekommt man auf die Schnelle eigentlich nicht als in so einer richtigen Mine. 17, 26 mit einem Schlag. 35, 43, 52, 61, 69. 126 für einen Block. Ups. Das ist schon ganz ordentlich. Also dafür müsste ich sehr viele leere Dosen scrappen. Allerdings gibt es ein paar Dinge, die man gut auseinandernehmen kann und auch sehr viel Dosen geben. Also zerstörte Werkbänke zum Beispiel. Ich glaube, da müsste 150 Eisen drin stecken. Müssen wir auch mal ausprobieren, aber meiner Rechnung nach war es eine ganze Menge. Übrigens beim Buddeln auch immer so ein bisschen aufpassen. Man sollte nicht zu große Kavernen ausheben. Die brechen irgendwann dann auch ein. Oder man sollte sie dann hier
mit Woodframes abstützen. Im Augenblick ist es hier wirklich noch nicht nötig. Aber bei sehr langen Gängen und so ist das durchaus angeraten. Denn es gibt ja hier eine strukturelle Integrität. Die muss gewahrt bleiben. Die ist relativ einfach. Die funktioniert nur in horizontaler Richtung, in vertikaler Richtung, wenn ich dann jeweils Stützen mache. Da reicht ein einfacher Holzrahmen, der muss nur mit der Erde verbunden sein. Oder ein Holzrahmenturm halt, eine Säule. Und sobald die Säule da ist, bedeutet es, du bist mit der Erde verbunden. Hier bist du abgestützt. Und dann kann ich erstmal wieder, naja, je nachdem, meistens irgendwie so um 8 Blöcke, da sollte man dann vorsichtig werden. Für Holz gilt das jedenfalls, diese 8er-Regel. Aber das wird später noch ganz kompliziert. Deswegen lasse ich das. In der Hinsicht kann ich nur mal auf ein früheres Tutorial, was ich mal gemacht habe und wo ich das mal versucht habe, so ein bisschen anzudeuten, verweisen. Oh oh. Ich nehme meinen Feuerspieß. Ja, bevor du da runter... Ui, eine ganze Horde! Ich habe meinen Flammenspieß. Der Spieß mit dem automatischen Zombie-Grill. Das Einzige, was ich nicht habe, ist Stamina. Das ist das große Problem. Dudelu, dudelu. Ich trinke mal gerade was. Das gibt auch Stamina wieder. Na, auch nicht so, wie ich es gerne hätte. Oh, sie war schon sauer geworden und fing an zu rennen. Brennt doch mal ein bisschen hier. Wir sind heute alle so feuerfest. Was ist los? Ja, die brennt. Wenn sie brennt, lassen wir sie erstmal eine Weile brennen. Brennende Zombies erleiden, solange sie brennen, immer mit der Zeit etwas Schaden. Sie brennt auch. Dann müssen wir noch unsere liebe Sylvia hier entzünden, dass sie Feuer fängt. Da will sie. Ihr seid wieder aus. Okay, machen wir wieder an. Ihr reicht es schon. Und wen haben wir hier noch? Warst du Mo? Ne, Mo warst du nicht, aber Bo, Joe, könnte auch Joe sein, ich weiß es nicht. Ich habe mir immer noch gemerkt, der Typ mit dem gelben T-Shirt, naja, gelb gewesenen T-Shirt, das ist Steve. So. Kugelt mal in Ruhe weiter. Da kann ich auch ein bisschen Stamina sammeln. So. Nummer 1. Und. Bunk. Na? Was mit dir? Was? Ehrlich? Ich werde schon wieder frech hier. Du brennst, weißt du das? Nee. Nicht wirklich. Nicht mich schlagen will ich nicht. Das mag ich nicht. So. Schnell noch ein bisschen Eisen sammeln. Ja, da haben wir auch schon fast wieder 1000. Das beruhigt. Aber je mehr, desto besser. Desto mehr kann ich dann auch meinen Fortsparbedarf noch füttern. Aber wenn ich irgendwelche Dinge noch aufwerten will in meiner Hordenhütte, dann könnte eine Eisenreserve auf der Tasche ziemlich wertvoll sein. So, wieder kurz warten. So, vielleicht könnte ich noch ein bisschen was essen. Ich habe doch noch Hühnersuppe. Die muss weg. Die bringt natürlich keine Gesundheit. Also Dosenfutter ist nicht so gesund. Also selbst gekochtes ist immer das Mittel der Wahl. Also hier Schem zum Beispiel.
Also, ja, doch Health 7 immerhin. Aber gegen die 25 Health, die so ein Meat Stew, also ein Fleischeintopf bringt, ist natürlich gar nichts. Und es gibt hinterher, wie gesagt, gerade auch was Gesundheit angeht, noch viel bessere Gerichte. Auch Shem kann man das super Gericht, was Gesundheit angeht, sowieso kochen. Das ist Shem Chowder. Aber ich kann das noch nicht. So, die Dosen weg. Schnell noch ein bisschen Eisen kloppen. Her damit. Und dann kann ich auch mal in meine Werkbank gehen. Ich denke, die Dinge, die sollten fertig sein. Das ist also super spannend. Aber wie gesagt, auch einträgt 1600 schon wieder. Wow. Okay, da werden wir noch öfter rein müssen in die Mine. Ich hoffe nicht zu lange. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich repariere gerade meine Axt schon mal wieder. Ich habe Gott sei Dank genug Repair Kits. Repair. So, dann nochmal gerade ab auf den Dachboden. Und sich für die Arbeit heute ausstatten. Aber noch ist ja alles gut und ich habe das Gefühl, wir sind auf einem ganz guten Weg. Ja, außer was die Stamina angeht, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber mit jedem Punkt kommen wir einer besseren Stamina ja näher. Jeder Punkt gibt ja einen Punkt mehr Gesundheit und einen Punkt mehr Stamina. Ein bisschen müssen wir da noch dran arbeiten. Ich wollte mal gerade gucken, ob hier oben was drauf liegt. Manchmal liegt da noch ein Kochtopf oben drauf. Wie gesagt, wenn man ihn runternehmen kann, alles gut. Oh ja, hier ist auch was respawned. Ja, Verbandsmaterial. Können wir drin lassen. Ist so für Notfälle gedacht, aber eigentlich Verbandsmaterial einfaches sollte man immer auch auf dem Gürtel haben, falls man den Bluten, ich verblute, Buff bekommt, dass man den ganz schnell wieder los wird, denn verbluten kann man gerade am Anfang sehr, sehr schnell. So, Baumaterial. Weg damit. Weg damit. Oh, ich habe hier schon wieder 125 Gläser. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Ich glaube, hier habe ich noch Platz. Mache ich das mal so. Ja, wie gesagt, Wassergläser kann man noch später mal ganz gut gebrauchen, wenn man größere Mengen an Schmutzwasser braucht. Wenn ich zum Beispiel Klebstoff koche, da wird sowas gebraucht. 100, 100. Das sind Zahlen, die man gerne liest. So. Habe ich hier eventuell noch Cobblestone? Nee, da habe ich nicht mehr viel von. Hier habe ich aber noch 23 Forged Iron. Das kann hier oben hin. Ach, schlimmstenfalls müssen wir uns noch ein bisschen lehmige Erde buddeln. Warte mal, das... Die Modifikation hier, die kann... Ja, ich packe sie erstmal hier in eine Kiste, auch wenn die Kiste schon fast voll ist. Aber ich meine, diese Modifikation haben wir hier schon in unseren Padded Boots. Die gelten ja als Rüstung. Und demzufolge, ja, da ist es drin, Impact Bracing, das bedeutet, ich kann auch aus größerer Höhe runterspringen, ohne mir was zu brechen. Wobei diese Höhe auch ohne diesen Mod kein Problem wäre. So, das Ding gerade reparieren. Das kostet ja nur ein Steinchen. 2 Vitamine, wo habe ich die denn eingesammelt? Habe ich irgendwo da. Da habe ich einen Vitaminspeicher. Sehr gut. Chili-Dosen. Sehr wertvoll auch.
Ich koche mir mal noch ein bisschen Kaffee. Wasser und Kaffee und ab auf den Herd. Ne, ich glaube, so viel brauche ich gar nicht für 3 Kaffee. 42 Sekunden. Kein Thema. Eine Holzplanke reicht. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich Kaffee schon angebaut habe. Mal gerade hier oben hingucken. Hier wächst es schon. Die Kartoffeln, ganz wichtig. Pumpkins. Ja, ach richtig, ich habe ja noch neue Pumpkins, die ich anpflanzen kann. Ach, da brauche ich auch wieder Clay Soil. Gammelfleisch natürlich nicht zu vergessen. Und Nitrat als Dünger. So. Farmplots. 2 hätte ich gerne. Craft. Das kann zurück. Steine haben wir ja reichlich. Aber Lehm nicht so. Da hätte ich gerne ja, noch 200 so. So, das packen wir zurück. Ein Farmplot ist schon da. Nehme ich gleich schon mal den Samen wieder mit. Und fange mal hier auf der anderen Seite an, denn hier habe ich ja meine Kürbisse gepflanzt. Ich denke, daneben sollten die anderen Kürbisse dann auch gut aufgehoben sein. So, Platz für die Farmplots. Knock, knock. Und die Kürbisse eingepflanzt. Wunderbar. Bald gibt es Kürbiskuchen. Yay. So, sollte ich hier zur Sicherheit... Ich mache nochmal 60. Kostet natürlich auch schon wieder kräftig Holz, aber da müssen wir halt nochmal holzen. Hier habe ich kein Cobblestone. Ich habe unten, glaube ich. Richtig, das war's. So, ein bisschen was zu essen habe ich auch noch. Bacon und Eggs. Das wäre jetzt im Augenblick, ich habe nicht allzu viel Hunger, aber ein bisschen was zu essen könnte ich schon vertragen, zumal ich ja noch einiges vorhabe. So, ab dafür. Und jetzt geht's auf die Baustelle. Was mache ich heute? Ich kenne mich in meinem eigenen Haus nicht mehr auf. Renn vor die Wände. Ja, die Nacht war kurz. Gebe ich zu. Klack. Und das Fahrrad raus, bitte. Danke. Eine Hupe hat es übrigens auch. Ja, die Fun Pimps haben an alles gedacht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier alles ruhig ist oder ob ich hier gleich schon wieder Zaungäste auf der Baustelle habe. Nö, sieht nicht danach aus. Also toll wäre es natürlich hier drumherum nochmal so einen Ring an Stacheldraht zu haben, aber... Da werde ich mit 100 nicht auskommen. Das ist reichlich. Oh, Erdbeeren. Wo kommt der runter? In der Richtung. Süd-Südost. Da sieht man ihn sogar. Das merke ich mir mal für gleich. Süd-Südost, Süd-Südost. Merken. So, hier haben wir schon zugemauert.
hier müssen wir noch mal richtig was machen. Auf jeden Fall noch Spikes. Und ich wechsle da auch immer ganz gerne mit Stacheldraht. So. Denn Stacheldraht, wie gesagt, bremst Zombies recht ordentlich aus. Hier unten muss natürlich auch noch was hin. Mal gucken, habe ich... Ah, jetzt habe ich wieder kein Eisen mitgenommen. Das ist mäßig geschickt. Oh, was ist hier? Ah! Hier steht was über, deswegen kann ich hier direkt keine Spikes setzen. Das ist nicht ganz so schön, dann können die Zombies sich da hinstellen, aber da haben sie eine ganze Weile zu kloppen, bevor da irgendwas passiert. Also insofern nicht ganz so schlimm. Oh, hier kann ich auch nichts setzen. Was hat denn das hier wieder blockiert? Ach, das Fenstersims. Das war's. Wenn ich das weghaue, dann müsste ich hier eigentlich auch noch ein Spike setzen können. Jawohl. Geht doch. Das bedeutet, dieses Fenstersims auch weg. Manchmal sieht man nicht sofort, was einen daran hindert, da seinen Spike hinzusetzen. Gut. Und dann hier die Treppe, die... das wird schwierig, denn das hier ist Metall. Moment, ich habe doch mit Sicherheit noch... Ja, habe ich. Meine gute Steinaxt, die ist immer ganz gut. Die macht nicht allzu viel Schaden. Denn da kann ich aber gut bei, dran probieren, wie stabil das war. Jetzt habe ich aber durch das Geländer geschlagen, glaube ich. 300. Ja, tatsächlich. Also allzu stabil ist es nicht. Allerdings könnte ich das jetzt noch aufwerten. Aber da brauche ich richtig Eisen schon für. Und hier bräuchte ich Beton. Deswegen ganz gut, dass ich nur den Steinhammer genommen habe und nicht hier die Spitzhacke. Die hätte gleich ein bisschen mehr Schaden gemacht. Um nicht zu sagen, deutlich mehr Schaden. Aber da mache ich mir jetzt nicht allzu viel Mühe. Das ist Aufgabe der Stacheldrähte. So. Das muss weg, denn das sorgt dafür, dass ich da nichts hinstellen kann. Und hier haben wir noch ein Problem. Ich will ja da oben langlaufen. Und wenn die Zombies mir hier die ganzen Stützen weghauen, nicht selbst weghauen, sondern aufwerten. Ich habe doch Cobblestone. Das gefällt mir nicht so gut. Da müsste ich noch was anderes machen. Das heißt, ich brauche deutlich mehr Lehm, damit ich möglichst diese Stützen schon zumindest mit Bruchstein, mit stabilen Quadern mache. 5 habe ich noch. Ihr seht schon, also es ist eine ganze Menge zu tun. Und hier hätte ich gerne noch was anderes. Nämlich, ich glaube, das kann ich auch aus der Tasche bauen. Eine Bar. Ich gehe zur nächsten Bar. Nee, es sind aber Holzbars, Woodbars. Also es ist ein Holzgitter. Und die hätte ich ganz gerne, oh, sagen wir mal ruhig, 30. Mein Holzvorrat sinkt schon wieder. Schrumpft
erschreckend. So, hier ist ja durch mein Durchlauf, dass ich auch schnell, falls es nötig ist, auf den Dachboden komme. Und die Idee, gleich ganz aufs Dach zu kommen, wäre auch nicht schlecht. Das ist hier möglich, aber nicht ganz unproblematisch. So, da muss man nämlich genau wissen, wie man springt. Ist hier noch was drin? Nein. Oh, hier ist was drin. Munition. Sollte vielleicht sogar mal drin bleiben. Und Scrap Gloves als Rüstung. Das werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Nein, hier habe ich schon. Ah, in den Knie und dann hier weiter. Und ich glaube, von hier kann ich auch ganz gut aufs Dach. Ich muss nur gucken, dass ich mir da keinen Weg verbaue. Wo komme ich hoch? Da komme ich nämlich hoch. So. Sieht ganz gut aus. Dann mache ich mir mal hier einen Weg frei aufs Dach. Na? Das sieht ganz gut aus. Von hier habe ich guten Überblick. Hier sieht man schon die Bäume, die ich in der vorletzten Folge gepflanzt habe. Die sehen schon sehr beachtlich aus. Schön dicht gewachsen. Ich hoffe, dass die noch nicht dafür sorgen, dass meine Framerate kräftig in den Knie geht, aber ich hoffe, das steckt meine Grafikkarte und vor allen Dingen noch wichtiger mein Prozessor auch weg. So, und meinen Speicher nicht zu vergessen. Gut, also Dachzugang ist gegeben. Wie gesagt, nicht ganz einfach zu erreichen. Auf der anderen Seite, wenn ich hier... Ja, das geht. Das geht sogar ziemlich gut. Kommt da noch ein Block hin? Den werte ich nicht auf, dass ich bei Bedarf auch schnell mal wieder abbauen kann. Das ist hier funktionelle Bauweise. So. Ich glaube, hier könnte ich die Rahmen auch schon mal wegkloppen. Könnten nämlich auch noch stören. So, und jetzt gucke ich mal. Ich habe meine Woodbars. Damit kann man sich nämlich einen schönen Laufsteg bauen. Der Vorteil, ich kann sogar durch diese Woodbars halt durchschießen. Andererseits, ich hätte sie gerne horizontal. Deswegen muss ich hier auf Advanced Rotation und dann so lange rotieren. Ja, das war schon ganz gut so. Ja, die stehen ein bisschen höher, aber das ist nicht schlimm. Das ist eigentlich sogar ganz gut so. So hätte ich ihn gerne gesetzt. Und dann kann ich hier um die Ecke. Hoffentlich. Ja, hier muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man so ganz an den Rand geht. Dann kann man meistens auch die Blöcke oder was man auch immer setzen will, setzen. So, damit hätten wir schon das nächste Vordach erreicht. Ich kann hier rumlaufen. Und hier machen wir das auch nochmal. Hier brauche ich sogar noch weniger. So, ich gehe mal lieber wieder in die Hocke, dann kann man das noch ein bisschen besser sehen. Ich muss die an... Ah, das war zu tief. Ach, den hauen wir mal weg. Schade drum, um die ganze Arbeit, aber ich kriege wenigstens so ein bisschen Holz zurück. Das sieht man gerade etwas schlecht.
krieg's aber hin. Ich krieg's hin. Na? Ja, das war's. Und einmal für die Eckposition und da bin ich. Oh, ein Zombie! Was machst du da? Ah, den habe ich nicht getroffen. Jetzt habe ich ihn getroffen. Sneak Bonus 4-mal. Ah gut, jetzt geht er natürlich an meinen schönen Zaun. Ach ja, so sind sie, die Zombies. Ich baue hier erstmal weiter. Bis der da durch ist, bin ich hier mit meinem Umlauf fertig. Hoffe ich jedenfalls. Einen höher. Ja. Ey, einen höher. Jetzt ist er im letzten Augenblick noch wieder runtergerutscht. Ärgerlich. Aber was soll's? Wir sind fertig. Ich glaube, das war schon. Jo. Ich habe einen kompletten Umlauf. Und ich habe einen Zaungast. Kann ich das hier von oben weghauen? Jo, kann ich. Ach, ich bin noch gehockt. So, jetzt kann ich drüber springen. Kannst du den Karma hier lassen? Du spinnst wohl. Ja. Oh. Ach ja, richtig. Ich habe mir schon mal mit dem Pfeil getroffen. Aber hier sieht man, selbst das normale Holz, wenn es einmal aufgewertet ist, so einen einzelnen Zombie hält er ganz gut auf. Gib mir den Pfeil wieder. Ach, den hat er übrigens immer noch im Hintern stecken gehabt. Praktisch. So. Jetzt muss ich dann natürlich wieder zurück irgendwie kommen. Hier darf ich ja nicht mehr rein. Weil die Zombies da auch nicht rein dürfen. Und laufe an der Tür vorbei. Tja, hier haben wir übrigens noch das Problem der schwebenden Spikes. Die liegen dann eher in Schlaghöhe der Zombies. Also auch nicht so, wie ich es gerne hätte. Hier diesen ganzen Vorplatz mit Spikes auszustatten, das werde ich auch noch nicht schaffen. Aber solche Sachen hier, die sollten nach Möglichkeit entweder dicht gemacht werden. Ich glaube, das kann ich reparieren hier, ja. Und hier kann ich übrigens auch meine übrig gebliebenen Woodbars benutzen. Mist. Eben stand er doch richtig. Jetzt geht's noch schräg. Jetzt. Bonk. So, auch das müssen sie erstmal wieder kaputt hauen. Und in der Zeit kann ich von oben hoffentlich schön runterschießen. Das wird sowieso kurz vorher abgebaut. So. Ich denke, lange wird es nicht halten, aber so ein bisschen kann ja nicht schaden. So rum bitte, danke. Nein, genau. So, einen lasse ich mir hier erstmal noch auf, damit ich hier dieses Vordach noch ein bisschen versorgen kann. Und was ich auch noch machen werde, ich werde dann hier mal ein paar von diesen Blöcken weghauen. Wenn ich es nicht vergesse, kann ich das vielleicht gleich schon mal machen. Den zum Beispiel. Und stattdessen kommt er auch in richtiger Ausrichtung, bitte. So rum, genau.
Bitte noch ein höher, geht das? Oder muss ich dich hoch rotieren? So. So hätte ich das gerne. Und da kann ich nämlich von da oben auch durchschießen, wenn Zombies sich hier vor der Mauer sammeln. Sonst habe ich da oben und auf dem Vordach ein kleines Problem. Okay, so viel zu meinen Plänen. Was ich auf jeden Fall schon mal machen kann. Da komme ich leider auch nicht ganz ran. Hier schon mal noch ein paar Spikes hinstellen. Da muss ich dann aufpassen, wenn ich hier rumrenne. Gerade auch in den Ecken, da sammeln sich dann die Zombies natürlich gerne. Hier übrigens auch die gleiche Geschichte. Das könnte ich dicht machen. Ich könnte aber auch alternativ hier gleich Spikes hinstellen. Und hier vorne vor Stacheldraht. Was haltet ihr davon? Na? Ach, geht wieder nicht. Weg mit dir. Weg mit dir. Wo ich dich Gras sehe, du kannst auch gehen. Verschwinde. So, schade, dass man hier nicht näher ran kann. Das Einzige, was ich hier auch wieder machen könnte, all diese vorstehenden Ecken oder diese Seitenpfosten, die sorgen dafür, dass man da dann keinen Block hinstellen kann. Aber man kann sie ja weghauen. Man kann alles weghauen. Das ist das Schöne an Seven Days to Die. So. So was ungefähr. Tja, hier könnte ich sogar noch dicht machen. Nehmen wir hier nochmal einen normalen Zaun. Das steht ein bisschen über, habe ich das Gefühl. Ist das Absicht oder? Na. Das sieht gut aus. Hier noch einen hin. Einen haben wir noch. Und hier einen hin. Ja, gefällt. Was man hier zum Beispiel dann auch machen kann. So ein bisschen kreuz und quer. Die Zombies versuchen sich immer den optimalen Weg zur Beute zu suchen. Hier zum Beispiel das Fenster. Das sieht sehr interessant für die Zombies aus. Mal gucken, ob ich das aufwerten kann. Kann ich. Kann ich das weiter aufwerten? Ja! Ha. So, dann sind sie vielleicht nicht ganz so erpicht drauf, hier durchzukommen. Aber trotzdem ein paar Spikes hier und da können nicht schaden. Ja, und hier kommen sowieso Spikes hin. Dann ist dieser Bereich eigentlich schon mal abgedeckt, außer dass, wie gesagt, diese Pfosten hier mir so ein bisschen Sorgen bereiten. Die würde ich gerne verstärken. Egal, es wird schon bald wieder dunkel. Wir haben wieder den ganzen Tag hier durchgemacht. Aber es wird auch langsam Zeit, denn wie gesagt, nach diesem Tag habe ich noch 2 Tage Zeit, mich vorzubereiten. Und dann geht die Party los. Ich wollte schnell nochmal gerade auf Plündertour gehen, beziehungsweise mir den Airdrop abholen. Gucken, wo der liegt. Auch der liegt ganz bequem. Vielleicht finde ich da ja noch gute Munition oder eine gute Waffe drin. Ich bin ja ein Optimist. Und Optimismus hilft immer bei Seven Days to Die. Oh, hi Mo.
Und ich habe wieder zu stark in die Pedale getreten, dass ich natürlich keinen Mumm habe. Den bräuchte ich nämlich jetzt. Aber ich warte mal, bis du rankommst. Dann ist meine Stamina wieder gut dabei. Dann können wir dich ja nochmal anzünden. Oh, schlag du mal. Ich halte mich schön von dir entfernt. Deine Griffe, die sind nämlich infiziert. So. Jetzt desinfizieren wir dich erstmal. Komm, wo wir dich auch sehen. Wie weit muss ich denn hier noch? Weiter hinten. Oh, der wird sauer. Oh, da hinten. Ein Biker. Das ist schon eine andere Nummer. Das ist schon eher in Richtung Mo, ne? Ja. Moment, der hat mich noch nicht gesehen. Da hole ich mir erstmal den Sneak-Bonus. Ups. Den hier nicht getroffen. Jetzt aber. Sneak Damage Bonus. Aber jetzt funktioniert er leider nicht mehr. Oh. Dann verschieße ich mal nicht so viele Pfeile. Habe ich dich nur in den Arm getroffen? Das bringt natürlich nicht so viel. Da muss ich dich auch noch angucken. Tut mir leid. Und den Pfeil gibst du mir bitte wieder. Danke. Jetzt werde ich gleichzeitig einen Biker ankokeln und mir einen Airdrop holen. Der muss nämlich erstmal hinterherkommen. Wo ist der denn überhaupt? Eigentlich müsste ich da hinten. Doch ziemlich weit weg. Gut. Der Biker scheint... Ah, der ist zu langsam. Gott! Komm, weg mit dir. Also über diesen feurigen Speer, da freue ich mich ganz gewaltig. Der ist schon sehr praktisch. So, komm, tritt in die Pedale. Und ich bin an einem Nest vorbeigefahren, ohne es zu plündern. Das tut weh. Das aber nicht. Federn. Och nö. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was gibt es denn Schönes? Tada. First Aid Kits. Und zwar reichlich. Sehr gut. Können wir gebrauchen. Antibiotika können wir auch immer gebrauchen. Oh. Und Thunfisch in Dosen. Werde ich auch nicht so schnell wegfuttern, weil auch dafür gibt es später richtig tolle Rezepte. Da gibt es also das fantastische Thunfisch Gravy Toast, also Thunfisch Toast mit Soße. Und das ist ein Träumchen. Sehr, sehr lecker und sehr gesund und sehr füllend. Das Gras brauchen wir nicht. Dann nehme ich lieber Plastik mit. Habe ich jetzt die Federn eingesteckt? Kann ja gar nicht sein. Doch, habe ich. Weg damit. So. Fahrrad? Da. Dann sehe ich erstmal zu, dass ich nach Hause komme. Und ich habe ja noch ein paar Spikes angesetzt. Wahrscheinlich werde ich auch noch Bäume fällen müssen. Nicht nur wahrscheinlich, werde ich auf jeden Fall. Dann darf ich nicht... Oh, ein Kaninchen. Noch ein Kaninchen. Hier ist ja eine ganze Kaninchenhorde. Hallo. Es bringt nicht sonderlich viel, Kaninchen zu überfahren. Wieder keine Eier. Eier hätte ich lieber. Aber es sind leider keine Osterhasen. Okay. Bei euch bedanke ich mich schon mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Genauso freue ich mich auch über Kommentare, Fragen, Meinungen. Da könnt ihr
euch komplett ausleben. Und ja, in der nächsten Folge müssen wir weiter natürlich unsere Hordenhütte, wie ich immer gerne sage, befestigen. Unsere Burg, unsere Festung. Naja, wir werden sehen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die erste Horde aussehen wird. Ich habe noch nie mit so langen Distanzen zwischen Horden gespielt. Und ja, der Tag 29, da habe ich dann nochmal Zeit. Und Tag 30, da geht's dann runter. Da geht es dann richtig rund. Da kann ich die letzten Handgriffe vielleicht noch machen, die letzten Spikes aufstellen. Mehr aber auch nicht. Habe ich hier noch was reingepackt? Nee, ist sogar leer. Und ich sehe erstmal zu, dass ich in Sicherheit komme. Ich hoffe, kein Zombie klaut mir das Rad, das da liegt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.